Im Stadion am Waldschlösschen lieferten sich der SC Preußen Münster und der SV Lippstadt am gestrigen Mittwochabend über 120 Minuten einen wahren Pokalfight. Hier die Highlights und Stimmen zum Viertelfinale im Krombacher Pokal. Ja, wir spielen immer gegen Höhere sehr gut und deswegen wird das ganz schwer für uns heute. Ich denke, wird ein sehr hart umkämpftes Spiel werden. Lippstadt hat eigentlich in den entsprechenden Situationen immer gezeigt, dass Fußball wirklich gut Fußball spielen können auch. Sind jetzt, glaube ich, auch schon seit 24 Spielen in der Liga ungeschlagen. Aber ich muss sagen, obwohl ich Lippstadt-Fan bin, rechne ich trotzdem mit dem Sieg von Preußen Münster heute. Ja, ich hoffe, dass wir in der 89. ein Tor schießen. 2-1. Münster war bis jetzt also spielerisch die ganz klar bessere Mannschaft, obwohl die Lippstädter auch eine sehr gute Chance hatten. Unser Torwart, der brauchte bis jetzt nur einen direkten Ball halten. Ja. Aber sonst vom Spiel her ist Münster natürlich läuferisch und spielerisch total überlegen. Steht es zwischen dem SV Lippstadt 08 und dem SC Preußen Münster 0-0 und es geht in die Verlängerung. Ja, also Preußen Münster ist natürlich eindeutig die überlegene Mannschaft, aber sie kriegen kein Tor rein. Woran das nicht, weiß ich nicht. Sie spielen eigentlich druckvoller, aber in den letzten 10 Minuten kamen dann die Lippstädter zum Zug und hatten super Chancen gehabt. Und ich glaube, im Moment darf Preußen Münster glücklich sein, dass er mit dem Unentschieden jetzt in eine Verlängerung kommt. Glückwunsch zum Halbfinaleinzug. Könntest du uns mal dein Tor beschreiben? Ja, eine lange Ball. Ich habe Ball festgenommen. Auf 50 gespielt, 50 aus und auf Philipp, denke ich. Zwei gute Flanke, Marco Kelly köpfen sehr gut aufs Tor. Thomas kann nicht festhalten und ich denke, genau richtig. Habt ihr so einen schweren Pokalfight erwartet, groß gegen klein? Ja, ich habe schon gewusst, dass diesen weiß ich nicht, 27 Spiele ungeschlagen ist. Das ist eine sehr schwere Gegner zu gewinnen, aber ich denke schon, dass wir erst zweite Halbzeit so viele Chancen gehabt, konnten wir auch ein Tor machen, aber letztendlich sind wir weitergekommen und wir sind zufrieden. Ja, wir wussten, dass ein guter Gegner auf uns zukommt. Wir haben auch ein paar erfahrene Spieler dabei, auch Spieler mit Zweitliga-Erfahrung und wir wussten auch, ein Hexenkessel kommt hier auf uns zu und wir haben das auf jeden Fall ernst genommen.
Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben und dass wir über das ganze Spiel hinaus die bessere Mannschaft waren. Ja, wir wussten, dass uns einfach nur dieses Tor fehlt. Wir waren die ganze Zeit nach vorne auch besser. Uns hat einfach das Quäntchen Glück gefehlt, das Törchen. Das Halbfinale gegen Verl zu Hause. Ist das jetzt eine Pflicht, den Finaleinzug und damit den DFB-Pokal zu schaffen? Ja, wir wollen unbedingt dabei sein und von da aus ist Pflicht zu Hause. Wir sind zu Hause, sowieso stark ist und denke schon, gegen Verl werden wir auch genug stark im Finale zu kommen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute geschafft haben, eine Runde weiterzukommen. Das war auch für uns, was wichtig war, und wir haben das geschafft. Diese Verlängerung war mir zu viel natürlich, weil wir jetzt am Samstag gegen Tabellenführer zu Hause spielen. Und es geht um die Einstellung, und die Einstellung war heute da von meiner Mannschaft, was ich wirklich sagen muss. Die haben wirklich viel investiert. Das war